mit dem schönsten Bugatti der Welt machen wir uns auf in den Koloss. Das Straßenrennen Endgegnerstrecke. 55 Kilometer. Oh, Entschuldigung. Wieder schön lang. Ein wolkiger Nachmittag, das finde ich ganz schön. Und zwar, inspiriert von der berüchtigten Carrera Panamericana, ist dies das ultimative Punkt-zu-Punkt-Straßenrennen mit einer Länge von 55,2 Kilometer auf gewundenen Straßen durch ganz Mexiko. Wir fahren... Nein. Was heißt gewundene Straßen? Ich würde mir ganz gerne die Strecke anschauen. Die sieht sehr kurvig aus. Aber ich würde trotzdem gerne mit unserem Bugatti fahren. Und dann würde ich sagen, let's go! Ja, schön, dass ihr heute im Übrigen wieder eingeschaltet habt. Okay, Leute. Wir nähern uns ja dem Ende von Forza 5. Ich freue mich schon. Ich bin total begeistert von dem Spiel. Und bis jetzt waren die Rennen ganz gut, man konnte gut über Themen reden. Nur jetzt habe ich gerade keine Themen mehr. Ich sag, dass das größte Straßenrennen bei Horizon El Coloso heißt. Aber wir wissen beide, was es wirklich ist. Keine Chance, dich zu beweisen. Bereit? Es ist das größte Rennen, kann ich bezeugen. Oh, der hat auch den Bugatti. Aber der ist nicht so schnell wie ich, das ist schon mal schön. Oh, ich weiß auch nicht, ob der Bugatti eine so gute Wahl war. Aber der hat ein sehr, sehr gutes Handling. Muss ich schon sagen. Und er sieht halt wunderschön aus. Ja, ist aber super zum Fahren. Vielleicht schaffen wir es diesmal ein bisschen besser als beim letzten Mal. Letztes Mal war es ja doch echt knapp. Da sind wir immer von so einem Ferrari eingeholt worden oder was das war. Ja, war dann nicht so cool. Da haben wir auch schon unseren Rückspiegel verloren. Dieses Mal sollte es einfacher werden. Wir haben ein besseres Auto mit besserer Höchstgeschwindigkeit. Sollte eigentlich ganz gut werden. Mal gucken. Ja, ich werde jedes Endrennen werde ich in einen Part machen, dass wir nachher 5 oder 6 Videos haben davon. Einfach genug Videos für diese Woche noch. Weil dann würde ich Forza jeden Tag, dann würde ich das Game heute durchspielen, fertig machen und dann jeden Tag ein Video reinschallern. Ich wusste gar nicht, dass der auch den Spoiler hebt, oder doch? Doch, ich habe es in der Folge erwähnt. Beim Bremsen hebt er auch den Spoiler wie beim Porsche. Richtig, richtig cooles Gimmick. Will ich bei meinem Auto später auch haben. Bei meinem 5. Lamborghini. Okay. Nicht zu vergessen, wir werden natürlich noch einen Zusatzpart machen, in dem wir nochmal, also so ein paar Zusatzparts, in dem wir nochmal alle Rennen fahren. Und ein Part, in dem wir ein ziemlich teures Auto einfach verschenken. Freue ich mich schon drauf. Da werde ich dann ein bisschen Geld sammeln zwischendurch. Dann kaufen wir irgendein ultra teures Auto für 3 oder 4 Millionen und verschenken es einfach an einen random Mitspieler. Der sich dann hoffentlich darüber freut. Genau. Ja, eben, das fährt hier schon. Der fährt schon viel schneller als unser Lamborghini beim letzten Mal. Der hier hat eine Höchstgeschwindigkeit von 400 oder sowas. Trotzdem nicht das schnellste Auto. Boah, diese Kurven sind schlimm. Und wir haben keine Rückspiegel mehr. Und das Auto sieht auch nicht mehr so schön aus. Das ist aber egal. Das ist nicht so schlimm. Ich muss mein Mikrofon ein Stück näher nehmen, sonst hört ihr mich nicht mehr. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, mein Mikrofon direkt vom Mund zu haben, weil das Shure SM7B ist ein Dings-Mikrofon, wo ihr direkt reinsprechen müsst oder man hört mich nicht. Dementsprechend muss ich mich jetzt daran gewöhnen, dass ich immer ein Mikrofon vorm Gesicht habe. Normalerweise habe ich das ja immer out of the frame, also außerhalb der Facecam, dass ihr das nicht seht. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, das ins Bild zu machen, dass ich mich schon mal so ein bisschen daran gewöhnen kann. Und dass ihr euch daran gewöhnen kann, dass ihr mich jetzt immer mit Mikrofon vorm Gesicht seht. Genau. Und ja, wie in der letzten Folge gesagt, habe ich mich dazu entschieden, alle Videos am Sonntag aufzunehmen. Das heißt, heute werde ich Forza fertig machen. Hoffe ich. Wenn es nicht zu lang dauert. Mal gucken. Zusätzlich muss ich mich noch heute um Silvester kümmern. Ich gucke da schon mal im Internet, was ich denn da so bestellen ließe für Silvester eben. Weil wir da immer sowas zusammenbasteln. Also nicht im Sinne von, wir schrauben irgendwie auseinander und bauen unser eigenes Ding. Wir verbinden, also wir schrauben das Ganze auf dem Brett auf, verbinden die Sachen mit einer Zündschnur, mit zeitlichen Abmessungen und so, damit wir einfach einmal anzünden und einfach, dass ich das durchfilmen kann. Ihr seht das dann auch. Und als kleiner Tipp,
Macht das bitte nicht zu Hause nach. Es ist immer noch explosiv, es ist immer noch gefährlich. Passt da einfach ein bisschen auf. Genau. So. Letztes Jahr, falls ich das Video von letztem Jahr noch finde, kann ich das ja so ziemlich auch hochladen mal. Letztes Jahr habe ich aber viel rausgeschnitten, weil es viel Wartezeit gab, weil wir nur so eine langsame Zündschnur hatten mit 1 cm in der Sekunde. Dieses Jahr gucken wir noch nach 10 cm in der Sekunde, dass wir auch schnellere Abstände überbrücken können. Also längere Abstände schnell überbrücken können. Genau. Ja. Wir sind echt schnell. Wo sind denn die Gegner? Oh, diesmal schon weiter weg, ich sag's doch. Ja, 400 schafft er auf jeden Fall. Ja. Das zählt doch nicht am Checkpoint vorbei, oder? Als ob. Ich bin... Ach, komm. Perfekt. Genau. Von vorletztem Jahr, meinst du? Letztes Jahr habt ihr es ja gesehen, das war dieses Mini-Ding da. Das war überhaupt nicht gut. Ja. Ich hoffe, dass sich das dieses Jahr ändert. Mal gucken. Doch, diese langen Rennen sind echt gut, um über irgendwelche Themen zu reden, die gerade so anstehen. Zumal, falls es dieses Jahr ein Feuerwerksverbot gibt und man die Sachen schon vorher im Internet bestellt hat, dann ist das nicht ganz so schlimm, dann darf man das ja immer noch machen. Und wenn nicht, ihr könnt mit deutschem Feuerwerk in die Schweiz gehen. Aber nicht mit Schweizer Feuerwerk nach Deutschland, das geht nicht. Aber dementsprechend eingeschränkt bin ich da jetzt nicht direkt. Ja, ich wohne so ziemlich an der Schweizer Grenze. Oh Gott, nein, hör auf zu drücken. Ey, unfair. Der Tisch schummelt schon wieder. Yo. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe das nur gerade auf der Karte gesehen, dass die alle hinter mir sind. Oh, das könnte ein guter Drift sein, wenn ich sie nicht komplett verziehe. Noch ein Stück. Ja, klar, fahr halt dagegen. Ihr könnt nix, geht weg. Ich hasse das, wenn er immer so ausbricht zum Schluss und dann in die komplett andere Richtung lenkt. Okay, passt. Das war eine sehr gut genommene Kurve, auch wenn wir echt langsam waren. Aber das Gute ist, die ganzen anderen Autos machen da ja auch langsam. Ich bin es halt gewohnt, von Need for Speed schnell in die Kurven zu fahren und das dann mit einem Drift ausgleichen zu können. Aber hier ist es halt wie im echten Leben. Ihr müsst bremsen in der Kurve oder halt langsamer fahren in der Kurve und nicht mit 300 in die Kurve rein. Das könnt ihr im echten Leben auch, keine Frage. Aber ob das so empfehlenswert ist, ich weiß ja nicht. Aber ihr könnt es machen. Gott. Oh, bitte nicht runterfallen. Brücken sind ganz schlimme Erlebnisse. Auch in Need for Speed. Da gab es eine Folge, da bin ich, glaube ich, in 3 Runden 3-mal von der gleichen Brücke geflogen und habe deswegen das Rennen verloren. Haushoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt als Folge aufgenommen habe oder nicht. Ich weiß nicht, ich muss ja das ganze Game nochmal neu spielen, weil die Speicherdaten auf einmal weg waren. Die waren irgendwie nicht in der Cloud gesaved und dann musste ich sie für den PC nochmal neu machen. Okay, gut. Ah, oben sehen wir auch, wie weit wir schon sind. Na, bald die Hälfte. Nach 10 Minuten. Also haben wir wieder so ein 20-Minuten-Video. 21, 22 Minuten. Das finde ich immer ganz toll. 20 Minuten, so viel Zeit hat jeder mal, ist eine gute Länge. 30 Minuten ist eine sehr gute Länge. Aber nicht jeder hat 30 Minuten Zeit. Und 40 Minuten ist halt wirklich für die, die abends nichts Besseres zu tun haben, als Arrow zu gucken oder Flash und die dann warten auf eine neue Staffel
und sich dann statt 40 Minuten Arrow anzugucken, 40 Minuten ein Forza-Video von mir anschauen. Je nachdem. Ja. Deswegen gucke ich eigentlich, dass Videos so zwischen 20 und 30 Minuten sind. 10 Minuten hat jederzeit klar, aber ich finde 10 Minuten kann man viel Content reinpressen, wenn man gut schneidet, aber ich finde 10 Minuten ist einfach zu wenig. Ich bin Mensch, ich habe meistens nichts Besseres zu tun, als mal bei YouTube reinzugucken. Und wenn ich dann bei YouTube reingucke, dann schon 2, 3, 4, 5 Stunden. Und da sind 10 Minuten Videos einfach so, ja, cool, schön. In 5 Minuten habe ich eh wieder vergessen, was da alles passiert ist. So, das ist halt ein großes Problem, finde ich. Deswegen finde ich, zwischen 20 und 30 Minuten Videos sind ganz gut. Ich gucke mir dann auch schon mal Videos an, die gehen eine Stunde, Dokumentation vor allen Dingen. Oder sonst sowas. Ich bin am Checkpoint vorbeigefahren. Die sind dann immer ganz cool. Ja. Aua. So, da haben wir auch schon die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber das passt. 11 Minuten, 11 Sekunden. Perfekt. Aua. Da ich ja am Anfang immer ein Stückchen wegschneide, glaube ich nicht, dass es genau 11 Minuten sind. Aber ja. Am Anfang, ich glaube, ich schneide immer so 8-9 Sekunden weg, indem ich die Aufnahme starte und irgendwas in-game mache. Zum Rennen hinfahre oder sonst irgendwas. Und das schneide ich meistens weg, weil wer will sich angucken, wie ich zu einem Rennen hinfahre. Ich glaube, das Rennen ist viel spannender anzugucken als Zuschauer. Also, finde ich jetzt so. Boah, und hier so langsam in der Kurve. Richtiges Unbehagen, dass ich überholt werde. Ich habe den Checkpoint berührt, ganz eindeutig. Perfekto. Naja. Also wenn ich in echt eine Bugatti fahren würde, würde ich natürlich nicht so fahren. Der wird in meiner Garage stehen und vergammeln. Bis ich ihn in 1000 Jahren fürs zehnfache Geld verkaufen kann, weil er antik ist. Das ist ja das Tolle bei Lamborghini, bei Bugatti. Die sind sehr teuer. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ein antiker Bugatti, also ein Oldtimer, der jetzt 30 Jahre alt ist, etwas mehr wert als 5 Millionen sein müsste oder so. Der Bugatti Chiron oder so kostet, glaube ich, 2,8 Millionen oder so. Wer das Geld hat, bitte. Aber dann bitte fahr nicht so wie ich hier im Game. Wie viel hat der gekostet? Ich glaube, 3 Millionen hat der gekostet. Ist ein guter Preis für ein Auto. Ich würde für ein Auto sowieso nie mehr als 30.000 bis 60.000 Euro ausgeben. Also auch wenn ich Millionär wäre, würde ich das nicht machen. Was will ich mit so einem teuren Auto? Ist es kaputt? Hast du ewig hier... Hast du sehr gut Geld investiert? Dann kannst du es als Millennium Falke verkaufen. Als die teuerste Schrottmühle im Universum. Das war es aber auch schon wieder. Wahrscheinlich ist sie dann nicht mal mehr die teuerste. Bei Millennium Falke ist es ja die schnellste Schrottmühle. Na, wobei Bugatti ist ja auch eine ziemlich schnelle Marke, was Geschwindigkeit angeht. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, holt Königsegg echt noch was raus. Ich bin ja nicht so großer Autofan, also ich kann euch sagen, dass das ein Bugatti ist, so. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob das einer der schnelleren oder der schnellsten Bugattis ist oder einer der langsamen. Eigentlich müsste es einer der schnelleren sein, weil der fährt ziemlich schnell. Ich kann euch das aber nicht genau sagen. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viel Zylinder-Motorzeug der hat. Ob das jetzt ein V8-Motor ist oder ein V20-Motor. Kein Plan, ob der überhaupt ein V-Motor ist oder ob V-Motor sowas Antikes ist. Ich kenne mich mit Autos viel zu wenig aus für sowas. Ich interessiere mich auch nicht wirklich für Autos, aber hier, mit so einem ultraschnellen Auto einfach hier rumzufahren, das bockt halt schon. Und sonst halt, wenn man sich zwischen zwei Automarken entscheiden muss, dann immer Mercedes. Wenn man sich aber zwischen zwei eigenen Automarken entscheiden muss, dann würde ich immer Lamborghini nehmen. Meistens ist ja die Frage BMW oder Mercedes. Da bin ich auf der Mercedes-Seite. Und wenn irgendwas mit Lamborghini zu tun hat, dann Lamborghini. Und sonst finde ich Bugatti, McLaren auch gar nicht mal so schlecht.
Ferrari ist halt so eine Standardmarke. Ist zwar auch teuer, klar, aber ist mehr so eine Marke für zwischendurch. Jeder kennt Ferrari so. Nichts Besonderes mehr, so wie mal früher. Da finde ich McLaren auch vom Design der Autos ein bisschen schöner. Ja. Ihr könnt ja auch mal eure Lieblingsautomarke oder euer Lieblingsauto in die Kommentare schreiben. Dann kann ich danach googeln, wie das aussieht. Vielleicht finde ich das ja auch cool. Wer weiß. Wir haben es auch bald geschafft. 80% haben wir schon. Boah, der ist so schnell, ey. Der Wahnsinn. Ja, gut. Jetzt sind wir im Übrigen in der Wüste wieder. Hier wird gehüpft. Nee, auch nicht. Oh, ich glaube, mich haut's gegen die Wand. Ja. Hier bremse ich dann doch mal ein Stück ab, dass ich hier vielleicht gut rumkomme. Warum auch immer der jetzt weit nach rechts gelenkt hat. Ich habe volle Kanne nach links gezogen. Hier finde ich jetzt sind es zu viele Kurven. Das hätte man etwas limitieren können. Bin ich jetzt der Meinung, ja. Gott, bremsen, 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 rechts, rechts, rechts. Okay. Das ist... Ja, ich gebe zu, diese Rennen sind an sich langweilig. Ich bin auch nicht sehr motiviert, glaube ich. Ich weiß es nicht, wie es sich anhört. Ich selber habe ultra Bock, die ganze Zeit hier rumzufahren. Das macht Spaß. Aber es passiert halt nichts Spannendes. Wenn jetzt hier wieder Jetskis rumfahren würde oder ein Flugzeug oder so, fände ich das natürlich ultra episch. Aber so ist es halt einfach nur ein Rennen. Aber ist cool so, dass man hier ein bisschen reden kann. Muss auch mal sein. Da muss ich nicht extra ein Infovideo machen. Wobei ich sowieso vorhabe, morgen ein Infovideo zu machen, zu drehen, mit dem Infovideo-Intro. Ich hoffe, euch gefällt das Infovideo-Intro. Ich habe schon ein Infovideo mal gedreht, das ist aber irgendwie nie online gekommen. Ich weiß auch nicht. Das war das zweite Infovideo of all time. Das kam nie online. Jetzt kommt aber, jetzt kommt ein Infovideo, wo ich dann nochmal sage, was jetzt als nächstes alles ansteht. Eben wo dann auch die ganzen großen Stream-Events jetzt Ende des Jahres noch kommen. Neue Projekte, die ich dieses Jahr noch anfangen möchte. Etc., etc., etc. Mario Rabbids Kingdom Battle neigt sich dem Ende zu. Portal weiß ich nicht. Portal 2 ist für mich so ziemlich blind. Und Minecraft Story Mode läuft ja eigentlich ganz gut. Habe ich gerade 4 Projekte am Laufen? Story Mode, Portal, Forza und Mario Rabbids. Ja, ich habe gerade 4 Projekte, die laufen. Das ändert sich bald. Ich kann nämlich nicht 4 Projekte gleichzeitig aufnehmen. Ich bin danach komplett tot. Also ganz ehrlich. Wenn du da die ganze Zeit durchblicken musst zwischen diesen Stories und so. Dementsprechend finde ich es meistens besser, wenn man dann da so entspannter an die Sache rangeht und sagen wir 2 und höchstens 3 Projekte laufen hat. Du kannst jederzeit mit mir rennen fahren. Klar, wenn Forza endet, fängt Horizon Zero Dawn an. Aber wenn Mario Rabbids endet, dann fängt kein neues Projekt an. Dann bleiben erstmal die Projekte. Und dann, wenn das eine halt fertig wird, gucke ich halt nach einem neuen. So, ich weiß, ja, immer halt gucken. So, was ist denn gerade ganz cool so zum Anschauen? Was gibt's Neues für Games? Ich habe auch noch so Indie-Games, so kleine, die man auch mal spielen könnte. Sowas wie zum Beispiel What the Golf oder Untitled Goose Game, die man halt mal zwischendurch spielen könnte. Nicht zu vergessen, dass ich auch noch ein größeres Projekt geplant habe, was aber erst nächstes Jahr kommt. Glaube ich. Da müsste ich auch mal gucken. Wir haben... ne, möchte ich nicht. Wir haben 3 Automeisterungen, aber hier habe ich halt schon alles gekauft bei dem Bugatti. Der Bugatti ist nämlich ultra gelevelt schon. Jo, dann geht's beim nächsten Mal in die Wilds. Der Gipfel der Schotterpisten. Also wenn alle Rennen so langsam gehen, dann überlege ich vielleicht doch, ob ich morgen noch was aufnehme. Weil jetzt nochmal 4 solche langen Rennen zu machen... Ist schon ein bisschen zeitaufwendig. Und ich muss die auch noch schneiden.
Also halt Auto hinten dran und vorne ein Stück weg. Aber ja, beim nächsten Mal geht's in die Wilds. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüss.